Und weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Hier ist wieder ein Event am Start. Also ihr könnt zwei Drachen bekommen, zwei einzigartige. Und zwar ist der Muffel und die Mutter der Feuerwürmer. Die könnt ihr käuflich erwerben. Einmal ist runtergesetzt. Also der Muffel ist runtergesetzt von 5000 auf 3000 Runen und die Mutter der Feuerwürmer ist runtergesetzt von 8000 auf 4800 Runen. Also ihr spart auf jeden Fall eine ganze Menge. Ich würde sagen, wir gehen erstmal meine Drachen durch und checken ab, wen ich alt hab. Also wie gesagt, ich habe den riesenhaften Albtraum, den Gronkel, den schrecklichen Schrecken, den Glutkessel, rauchverschwindende Qualm, den flüsternden Tod, den tödlichen Nadam, den halt natürlich ein bisschen öfter. Dann halt den humpelnden Grunzer am Start. Ein paar einzigartige Drachen sind auch schon bei mir auf Berg. Das ist der Kopf, der Nuss. Dann hier der Sturmpfeil, dann halt auch die schnappende Falle, den Schnaffelzahn, den Wechselflügler, den Schockrachen, Hackadu, Holzklau, den Donnertrommler, Taifumerang, Regenschneider, Funkenhüstle, Krallenkrabbler, Rumpelhorn, Gruff, Tornado, Schädelbrecher, Dagos Grill. Echt ein genialer Drache, freut mich, den halt im letzten Event bekommen. Der Rest fehlt mir, also Iggy, Scharfschütz, Tücke, Schmerz, wahnsinnige Sipper, Fleischklops, Leuchtende Fluch, Bing, Bam und Bumm. Den Knochenräuber, den habe ich bestimmt schon 10-mal gesucht, hatte immer Pech. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wer von euch den schon hat. Wenn ja, auf welchem Level und ob er... Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wie er den findet, ob er sagt, jo Mann, das ist genau der richtige Drachen, der geilste Drachen, den es gibt oder auch nicht. Dann gibt es noch den Hackenzahn. Den habe ich aber auch nicht, genauso wie den Rülpser und Kotztüte, Sandgeist, Sturmschneid und Skrill. Aber das Gute ist, ich trainiere gerade meinen ohne Zahn und dann kann ich die auch bald suchen. Der Skrill und der Sturmschneid waren ja im letzten Event da. Da hatte ich ein bisschen Pech und habe die leider nicht bekommen. Ich glaube, der Sandgeist war auch schon mal im Event. Hatte ich aber auch ein bisschen Pech, von daher ist es halt so. Aber der Gute ist einfach mal, dass ich die sonst so noch suchen kann. Jetzt gucken wir einfach mal, wie viele seltene Dracheneck am Start habe hier auf Berg. Wir gehen einfach mal durch. Hier haben wir erstmal keine, also meine seltenen Drachen ist der Schockrachen, der Hackadu, die habe ich jeweils zweimal. Dann habe ich den Holzklau noch, das sind schon drei, der Funkenhüstle, der Rumpelhorn, das sind schon fünf. Also fünf verschiedene seltene Drachen. Ja, so viel habe ich, mehr habe ich nicht. Dann können wir nochmal gucken, wie viele einzigartige Drachen ich habe. Ich habe den Dagos Grill, dann habe ich den Schädelbrecher, dann habe ich den Tornado, den Gruff. Was haben wir noch, Den Sturmpfeil, dann Nuss und Kopf. Ja, das sind sieben Stück, die ich davon habe, von den einzigartigen Drachen und insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 verschiedene Drachen habe ich bei mir auf Berg. Ihr könnt ja mal reinschreiben, wie viele einzigartige Drachen ihr habt, wie viele seltene Drachen ihr habt, wie viele Drachen ihr überhaupt habt auf Berg, also verschiedene. Das würde mich auf jeden Fall alles mal interessieren. Und dann könntet ihr auch mal in die Kommentare schreiben, welcher von den normalen Drachen, also die nicht selten und nicht einzigartig sind, euer Lieblingsdrache ist, die ihr besitzt. Von den seltenen Drachen, die ihr besitzt, welcher da euer Lieblingsdrache ist und von den einzigartigen Drachen, die ihr besitzt, welche da eure Lieblingsdrachen sind. Das würde mich auf jeden Fall interessieren, könnt ihr mal in die Kommentare rintackern. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr mein Video teilt, dass das noch ein paar andere Leute sehen. Und wenn ihr meine Community noch ein bisschen unterstützt, euch da mal anmeldet, mal abcheckt, wie sie so ist. Wenn es euch nicht gefällt, ist es für mich auch okay. Dann muss ich damit leben, aber ich denke mal, ich habe mir damit viel Mühe gegeben, habe es eigentlich so ganz cool hingekriegt. Und hoffe einfach mal, dass er euch selber auch gefällt. Wenn ja, wäre es cool, wenn ich ein Feedback von euch bekommen würde, weil ich habe da wirklich eine ganze Menge an Zeit drin gesteckt. Und das habe ich ja auch eigentlich nicht für mich gemacht, sondern nur für euch, also für meine Spezialisten sozusagen, weil ich möchte, ja, ihr wollt ein bisschen Mehrwert haben, ihr wollt sehen, jo, der kümmert sich um uns, der Spezialist. Und das wollte ich damit auch tun. Ich hoffe, ich habe es damit auch hinbekommen.
weil ich habe ja schon öfter mal gelesen, dass das bei anderen nicht so ist, wie vielleicht bei mir. Und darüber freue ich mich auf jeden Fall, dass ich auf jeden Fall bei euch jetzt schon Stein im Brett habe und dass er gerne meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so. Ich bemühe mich auf jeden Fall, euch alles gerecht zu machen, gehe auch auf Kompromisse ein. Also wenn ihr mal wollt, ja, so, du sollst Berg umbauen, dann baue ich halt Berg um. Wenn ich den Drachen zum Titandrachen machen soll, dann mache ich den Drachen zum Titandrachen. Also ich gehe schon auf euch ein und probiere euch auf jeden Fall glücklich zu machen in der Art und Weise. Gut, soweit sind wir auch erstmal durch mit dem Video. In einer Stunde und 11 Minuten ist mein Ringschneider zurück. Dann ist er auf Level 37. Außerdem pimpe ich gerade meinen Wechselflügler zum Titandrachen. Ich glaube schon das dritte Mal. In den letzten zwei Malen hat es leider nicht geklappt. Ich hoffe, es klappt jetzt beim nächsten Mal, den zum Titandrachen zu machen, weil ich echt gespannt bin, wie der aussieht. Als nächstes weiß ich noch nicht, welchen Drachen ich zum Titandrache trainiere. Da werde ich mich auf jeden Fall noch überraschen lassen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr halt gerne wollen würdet. Also welchen Drachen ich zum Titandrache mache. Ihr kennt ja meine Drachen jetzt bereits, wir sind sie ja gerade durchgegangen. Und da könnt ihr einfach mal gucken, welchen Drachen ich zum Titandrachen machen soll als nächstes. Schreibt es mal in die Kommentare, ich werde es mir durchlesen und werde dann mal abchecken, wen ich nehme. Gut, wie gesagt, ich drücke euch hier die Daumen. Also wenn er sagt, jo, wir haben hier noch Runen, dann kauft euch einen Drachen, wenn er meint. Ich würde es nicht tun, weil meine Runen sind mir zu heilig. Geld gebe ich sowieso für die App nicht aus, von daher fällt es für mich weg. Vielleicht kommen die auch nochmal im Event und dann bekommt man die gratis, wenn man Glück hat. Ich weiß es nicht, vielleicht scheiße ich mich damit auch an, keine Ahnung. Aber ich lasse es erstmal, sagen wir es so. Gut, wie gesagt, wir sind mit dem Video erstmal durch. Ich wünsche euch noch viel Spaß hier bei Dragons Aufstieg vom Berg und auch vor allem auf Erfolg. Drückt euch die Daumen, dass ihr noch viele Drachen findet. Und wünsche euch natürlich auch noch viel Spaß in meinen Videos. Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao.